dass der Fall wäre. Und da hilft bei dem Gerät natürlich die Leistung. Das heißt, wir haben uns hier wirklich stark darauf fokussiert, dass wir ein Gerät auf den Markt bringen, was von der Leistung überragend ist. Wir haben von der Motorleistung mit 540 PS das deutlich stärkste Aggregat in der 80-Tonnen-Klasse. Und vor allem, was halt auch ganz wichtig ist, wir bringen mit unserem 3-Pumpen-System entsprechend dann auch die maximale Hydraulikleistung. Der Bagger bringt über 1000 Liter pro Minute natürlich an Fördermenge, und das ist wirklich enorm. Da gibt es kein anderes Gerät, was damit kommt. Also insofern ein echter Bolide. Sprechen wir über die Motoren, die drinstecken, vielleicht auch mal, weil wenn du sagst 1000 Liter und das leistungsstärkste Gerät, muss das auch von nichts kommt ja nichts. Wo kommt es denn her? Das ist richtig. Also wir haben hier natürlich auch entsprechend dann die Motoren. In dem Fall bei den DX800 haben wir einen Perkins-Motor verbaut, der dann auch seine 540 PS bringt. Und das ist natürlich auch eine extrem hohe Motorleistung. Und aufgrund dieser Motorleistung bringen wir halt diese Produktion und diese Produktivität. Die liegt übrigens mit den 5,2 Löffel ungefähr bei 900 Tonnen in der Stunde. Und das ist wirklich sehr, sehr viel. Aber das Besondere dabei ist, dass wir mit diesen 900 Tonnen in der Stunde immer noch einen Spritverbrauch von 34 bis 41 Liter gewährleisten. Und das ist wirklich tatsächlich sensationell niedrig. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis im Sinne von Kosten pro Tonne seid ihr damit, denke ich, mitführend. Ganz genau, da sind wir ganz vorne mit dabei. Und das Schöne ist natürlich, dass wir auch wirklich hier aus dem Nähkästchen sprechen wollen, weil schon so viele Geräte entsprechend im Markt sind und wir dort natürlich auch tatsächlich mal den Standard und den Durchschnitt mal ziehen können. Und da sind diese Werte dann auch entsprechend mit Hand und Fuß unterwegs. Dann danke ich dir für den Einblick an Devolan. Vielleicht noch abschließend, was findet man bei euch am Stand noch? Bei uns auf dem Stand sind herzlich eingeladen, gibt es Informationen, entsprechend auch Geräte. Bei den Geräten haben wir natürlich, wie ich eben schon erwähnt hatte, auch den anderen Dämpfer entsprechend mit dem 6x6-Antrieb. Und wir haben dort einen DX490, das heißt auch einen kleineren Bruder in der 50-Tonnen-Klasse von dem DX800. Und last but not least haben wir dort den DL420 CVT, also ein Gerät, ein Radlader in der 24-Tonnen-Klasse, allerdings mit einem variablen Getriebe. Also dieses neue Konzept entsprechend mit dem hydrostatischen und dem direktmechanischen Antrieb. Das bringt natürlich deutlich weniger Spritverbrauch und bringt auch deutlich mehr Produktivität. Aber holen Sie sich die Informationen gerne ein, und ein kaltes Getränk ist sicherlich auch noch. Wunderbar, Dankeschön. Devolan, neu am Start, ein neuer Name. Ein bekannter Name kommt jetzt nochmal ins Boot, nämlich Liebherr. Und du hast uns ein Gerät mitgebracht, ein besonderes, was man so auch nicht alle Tage in der Größe sieht, nämlich ein Teleskoplader, aber ein besonderes, den wir uns jetzt hier mal anschauen wollen. Genau, unser Rudi fährt den gerade vor, und zwar unser T609.